Ja, die neue Aufgabe. Bringen Sie den Kelch und die Tatze zu Artemis. Er erwartet Sie im Terzishof im Stone Market. Das können wir ja noch erledigen. Damit die Folge hier nicht ganz so kurz ist. Und wir müssen uns jetzt schon am dritten Abend befinden oder am zweiten. Tag 3, ja. Damit jeder Mission vergeht hier quasi ein Tag. Jedenfalls mit den Hauptmissionen. Und das heißt, wir können theoretisch wieder unsere Vermieter ausrauben. Das kann aber auch heißen, dass hier wieder eine neue Wache rumläuft. Aber scheint noch nicht der Fall zu sein. Tja, Herr Vermieter. Was soll ich sagen? Man sollte kein Meisterdieb eine Wohnung anbieten, die direkt neben der eigenen liegt. Er könnte jede Nacht bei dir einsteigen und dich um deinen Kram erleichtern. Aber man sieht, das wird jetzt schon ein bisschen weniger langsam. Der kann ja auch nicht jeden Tag irgendwas Wertvolles dahin legen. Aber es scheint, als ob hier schon wieder keine Wache ist, oder immer noch nicht. Wahrscheinlich erst demnächst mal wieder. Ne, das Dokument kennen wir schon. Gucken wir doch mal, ob unsere Nachbarn inzwischen mal wieder was rumliegen haben, was sie eigentlich nicht brauchen. Bald nicht so aus, ne? Das Buch da müssten wir schon kennen. Habe ich euch das schon mal vorgelesen? Ich weiß es gerade gar nicht. Heinrich und die Hexe. Es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Heinrich. Er lebte im Haus seiner Eltern und war alles in allem ein folgsames Kind. Nacht für Nacht stahl er sich jedoch trotz des ausdrücklichen Verbots seiner Eltern aus dem Haus und wanderte durch die Straßen, um dort nach etwas Essbarem zu suchen. Schließlich waren seine Eltern arm und mussten nicht selten hungern, um Heinrich zu ernähren. Eines Nachts begegnete Heinrich einer alten, grauen Frau. Sie bat ihn, ihr Bündel für sie zu schultern, da sie selbst zu schwach war, es zu tragen. Heinrich wollte der alten Frau helfen, obwohl er ihr Gesicht unter ihrer grauen Kapuze nicht sehen konnte. Erst als er sich bückte, um das Bündel anzuheben, sah er das Gesicht der Alten. Es war die Hexe. Als diese den Arm Heinrich aufgefressen hatte, erinnerten nur noch einige Knochen und Kleidungsstücke an den unglücklichen Jungen. Als ihn seine Eltern am nächsten Morgen fanden, wehklagte seine Mutter. Ach, hätte er doch nur auf mich gehört und wäre des Nachts nicht alleine fortgeschlichen. Ende. Welch wunderbare Geschichte. Aber hier ist wirklich nichts mehr zu holen. Aktuell nicht. Ihr armen Schlucker, ihr müsst doch jede Nacht irgendwas Neues, Geiles für mich haben. Werde ich traurig. Nee, der hat auch nichts. Nichts für mich. Eine weitere Nacht im Südviertel. Wir nehmen uns das, was uns gehört, und schauen noch mal kurz in der Dunkelgasse vorbei. Das übliche wie jede Nacht, Pinky. Oh oh, ich glaube, das ist ein Feind. Der hat zumindest ein Schwert auf eine eigenartige Weise an seiner Hose. Und die Wache ist jetzt auch ein bisschen aufdringlicher. Ich weiß nicht, ob die schon immer in die Richtung hier geschaut hat. Es wird gefährlicher, meine Damen und Herren. Das Leben wird gefährlicher. Nehmen wir alles mit. Inzwischen haben wir wieder 14 Wasserpfeile.
brauchen wir gar nicht so viele neue kaufen. I'm Thomas, the proprietor here. We're here to help if you need anything. Ach so, Lärmpfeil, nee, den will ich nicht. Wasserpfeil bitte. Und zwar so 8 Stück. Glad we could be of service. So, jetzt gehen wir nochmal bei unserem Hehler vorbeischauen. Dem herzlosen Perry, der Sackratte. Ah, I gotta say, I'm still hurting all over from that roughing up I got. Und tschüss, wir sind wieder reich. Und jetzt gehen wir mal zum Terzeshof und sprechen mit Artemis. Und runden diese Folge ab. Denn das wird uns direkt wahrscheinlich zur nächsten Mission führen. So, jetzt könnte ich hier rumgehen und... Ja, ich gehe mal hier lang. Und lande in der Sackgasse. Hat sich voll gelohnt. Ach, hier geht's ja gar nicht weiter. Hier geht's ja zu den Docks, ne? Hier geht es, glaube ich, zum Hafen. Aber da haben wir jetzt noch keinen Zugang. Wegen der Quarantäne. Immer wieder ein beliebtes Plotmittel, was Entwickler nutzen, um gewisse Spielgebiete noch nicht zugänglich zu machen. Wenn wieder eine Seuche ausgebrochen ist. Seht ihr, wie sein Schwert an ihm dranhängt? Das ist... Irgendwie sollte das nicht so sein. Ein bisschen falsch rum. Wahrscheinlich ein Hipster-Pirat oder so. Der will einfach nicht so sein wie der Mainstream. Übrigens was ich euch noch nicht gezeigt habe. In jedem Viertel hängen immer solche Sachen aus. Da steht immer, was in jeder Nacht passiert ist. Wie viele Leute umgehauen wurden, wie viele Leute gestorben sind und was gestohlen wurde. Hier sehen wir zum Beispiel, dass letzte Nacht 8 Wertgegenstände gestohlen wurden. Das ist immer so eine kleine Statistik. Und ja, melden Sie es der Stadtwache. Mit der Stadtwache gibt es so einen kleinen optionalen Auftrag, den man sich einhandeln kann. Den werde ich euch bei Gelegenheit auch mal zeigen. Denn der passiert nur, wenn man sich von der Stadtwache erwischen lässt und auch nur beim allerersten Mal. Grundsätzlich sind die nämlich dabei, einen so richtig schön abzustechen, wenn sie einen finden. Aber wenn sie einen das erste Mal kriegen, triggert das so eine Mission, kann man sagen. Hey Käferchen. Haben wir zurzeit eigentlich noch andere Missionen? Nee. Sollen nur zu Artemis gehen. Ja, dann bewegen wir mal unseren Arsch zum Terzeshof. Ich glaube mich zu erinnern, dass das hier Feinde sind. Der Typ hat wenigstens sein Schwert wieder richtig am Halfter. Ich glaube, wir sind sogar im richtigen Gebiet, oder? Ja, wir sind sogar im richtigen Gebiet. Denn wir wollen ja nicht... Wow, das war gerade Glück. Wir wollen ja nicht zur Kathedrale, oder? Ja, müsste stimmen. Da wollen wir hin. Wir sind jetzt hier. Genau, ich muss jetzt nur noch da durchlaufen und dann sind wir auch schon da, wo wir hinwollen. Wenn der Typ jetzt nicht gerade hier stehen müsste. Komm, zieh mal Leine. Some kind of... What's that racket? There, now I see you. Die, trespasser. Gibt's doch nicht, hat er mich noch gesehen. Naja, mach mal. Ich will ja nur zum Terzeshof. Mit dir spielen will ich jetzt nicht. You've returned with the artifacts, Garrett. Excellent. Follow me. Ich tue immer meinen Job. Aber bevor ich hinterherlaufe, es gab damals ja noch diesen komischen Typen, der mit seinen Freunden
zerstampfte Juwelen verschandelt hat. Und da hat er ja gesagt, dass er die hier bei dieser Gargoyle-Statue versteckt. Und die habe ich, glaube ich, noch nicht geholt. Genau, 200 Beute im Wert von Juwelen. Nicht vergessen. 200 Beute kriegt man nicht mal so schnell. So, Artemis, what's up? Ja, der ist jetzt schon hier reingegangen, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Der hätte jetzt diese geheime Tür hier geöffnet. Zu den Hütern. The repetition of these three glyphs. Here. And here. Now is the Termanus Emboliadion. The times unwritten. Mirabanus the end of words. And here. Again the mark of the Fratelli Traderus. Yes. Warnings. Terrible. Unvisagen Zafalere. Pardon Bordanimus Potentius. In living death. The prophecies are clear. There is much ahead to be wary of. Interpreter Kataka, your words are most useful to- Clear as mud. Exactly what will happen? And what are we supposed to do about it? I'm still waiting to see a useful book. We must first understand the unwritten times, if we are to prevent them. First Keeper Orlan demands immediate audience. Up in the world, Orland. Nice view. Yes, I have. It's First Keeper Orland now, Garrett. Within these walls, you answer to me. You called me here to remind me you're in charge? The job must not keep you very busy. You inquired about books. Useful books. That's right. You must have something in here worth reading. You think you might shape events more skillfully? Read the signs more clearly? The prophecy. Shape events? Interesting way to put it. I'm here now. Do you want my help or not? Very well. This will admit you to certain areas of the library. Do not venture further. You will not ply your trade here, thief. If anything happens, you will be held accountable. Is this clear? Perfectly. Perhaps you should translate for Kataka. Ja, wir sind jetzt in der Bibliothek der Hüter. This is Orland's office. He is busy and has nothing more to say to you for now. Und haben jetzt Zutritt zur Bibliothek bekommen und wurden angehalten, uns nicht in verbotene Gebiete zu bewegen, zu denen wir keinen Zutritt haben. Any progress, Elder Granger? On which quest? The reacquisition of the Compendium of Reproach or of its glyph key? Either. We will need both items in our hands if we wish to make any headway into our research concerning the coming Dark Age. There would be considerably more progress if the teams were allowed to consult with Interpreter Kataka. Impossible. She seeks the Brethren and Betrayer, and her work must not be interrupted. Then the answer to your previous question is no. What will it take to find them then, do you think? The Council would like time to prepare for the prophecies that are contained within the Compendium. They have both been missing for so long, but I am sure with all of us continuing to scour the library and the compound for passages that refer to them, we'll have the precise answer within a reasonable time period. Meanwhile, just in case, I have scribes searching for any book matching its physical description. A large golden slab, sealed with a glyph. So, the Keepers are hoping to solve the Dark Age problem by finding this compendium and glyph key. I'm pretty good at acquiring lost objects. Maybe I can help. Wir werden uns aber so viel umsehen, wie wir lustig sind hier.
und vielleicht auch ein paar Gebiete betreten, die wir nicht betreten dürfen. Denn wir sind Garrett, wir verschaffen uns einfach überall Zugang, wo wir wollen. Ich werde jetzt hier aber einen Cut machen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Thief Deadly Shadows. Wir sehen uns dann wieder in der Bibliothek der Hüter, die mittlerweile irgendwie anders wirken als früher. Bis dann, Leute. Euer Chris.